Ich habe mir heute für euch mal das Maislabyrinth bei Bussianshofen Dinklage angeguckt. Viel Spaß damit! Okay, wann und wie ist die Idee mit dem Maislabyrinth entstanden? Die Idee ist entstanden 2004 von der Landjugend Dinklage, die ein Projekt gemacht hat, hier im Maislabyrinth ein Muster reinzumachen, das, was wir ganz gut fanden und das 2005 so weitergeführt haben und dass alle 2 Jahre die Muster immer wechseln. Ja, und passend zu EM haben wir uns dieses Jahr für einen Fußballer entschieden als Muster. Wir haben in Maislabyrinth haben wir ein Spiel. Da sind 9 Fragen versteckt, 9 Schilder. Auf den Schildern sind dann 3 Antworten, die dann halt richtig beantwortet werden müssen. Hinter den richtigen Antworten oder auch den verkehrten Antworten sind Buchstaben. Der richtige Buchstabe muss natürlich mit der richtigen Antwort beantwortet werden. Die 9 Buchstaben müssen dann in einer richtigen Reihenfolge gebildet werden zu einem Lösungswort. Es sieht hier überall gleich aus und es ist ein Spaß für Groß und Klein, die Irrwege hier zu bezwingen. Wir haben das Maislabyrinth, haben wir geöffnet, denn Mittwoch, Samstag und Sonntag immer von 14 bis 18 Uhr. Und es sind natürlich, egal ob klein oder groß, alle natürlich herzlich eingeladen.